The Amazing Spider-Man 2 PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360. Spider-Man, Spider-Man. Okay, okay, ich höre ja schon auf zu singen. Mitte April startete The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro in den deutschen Kinos durch. Passend dazu gibt es natürlich ein Lizenzgame und auch im Spiel zum Spinnenfilm sucht Spidey nach Onkel Bens Mörder. Interessant am neuen Spiel ist das Held- oder Bedrohungssystem, das euch mit den Konsequenzen eurer Handlungen konfrontiert. Außerdem lockt ein noch weitläufigeres New York City als im letzten Spinnenspiel. Und natürlich geben sich Marvel-Charaktere gut wie böse die Klinke in die Hand. Bound by Flame. PC, PS3, PS4, Xbox 360. Seid ihr auch traurig, dass The Witcher 3 auf 2015 verschoben wurde? Keine Bange, denn der eher unscheinbare Entwickler Spiders schickt sich an, das Rollenspielangebot mit Bound by Flame ordentlich aufzustocken. Auch wenn das Spiel recht generisch aussieht und sich bei den Spielelementen herzlich bei der Konkurrenz bedient, dürften gerade Besitzer einer PlayStation 4 mangels Spieleauswahl im Rollenspielgenre einen Blick riskieren. All right, you two, listen up. We're the country's first line of defense. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. Killer is dead. Nightmare Edition. PC. Na sowas? Ein Suda 51-Spiel kommt auf den PC? Tatsächlich kommen mit der Nightmare Edition von Killer is Dead endlich auch Zocker mit Konsolenallergie in den Genuss abgedrehter Japano-Unterhaltung. Der Gigolo DLC, ein super harter Nightmare-Schwierigkeitsgrad und ein Theater-Mode wurden netterweise gleich in die PC-Umsetzung implementiert. Den Test zur ursprünglichen Konsolenversion findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Killer is dead. Wolfenstein The New Order. PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Wir schreiben das Jahr 1960. Die Nazis konnten den Krieg mit Hilfe einer geheimnisvollen, hochentwickelten Technologie für sich entscheiden. Dank Gewalt und Einschüchterungen wurden die mächtigsten Nationen bezwungen. Doch in einer Person regt sich noch immer großer Widerstand: dem Spieler. Der es nun alleine gegen die gewaltige Armee des Bösen aufnehmen muss. Als amerikanischer Kriegsheld, woher auch sonst stammen Helden, BJ Blazkowicz infiltrieren wir Forschungseinrichtungen, Waffenlager und erledigen Kampfroboter. Und das, obwohl wir 14 Jahre im Koma lagen und eigentlich so gar nicht wissen, was passiert ist. Der Titel verspricht actionreiches, tempogeladenes Material für Shooter-Fans. Ursprünglich für Ende 2013 angekündigt, kommt Wolfenstein nun am 20. Mai in den Handel. Ich schieß dich einfach ab. Planetary Annihilation, PC. Mit Planetary Annihilation erwartet RTS-Fans Strategie auf planetarem Niveau. Und die Jungs und Mädels von Uber Entertainment und Nordic Games machen das mit dem Namen schon ganz geschickt. Natürlich muss der Genrefreund sofort an Total Annihilation denken. Und das nicht zu Unrecht. Arbeiten doch kreative Köpfe dieses Spiels und der Supreme Commander-Reihe fleißig mit. Daher bekommt der Titel auch das Siegel Promising. Ihr kommandiert mächtige Panzereinheiten, gewaltige Bomber und ein Arsenal aus U-Booten, Robotern, Orbitaleinheiten und Schlachtschiffen.
Ganze Planeten sind eure Basen und ihr schickt eure Kriegsmaschinerie zu anderen Himmelskörpern. Es warten die KI oder bis zu 40 Spieler pro Schlacht auf euch. Und wo sonst könnt ihr bitte mit Raketen angetriebene Asteroiden auf gegnerische Planeten herunterregnen lassen? Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall – PC. Auf Steam bereits erschienen, kommt das Abenteuer um ein gestohlenes Gemälde, einen Mord und den geheimnisvollen Gnostiker als Retail-Version am 23. Mai in den Handel. George und Nico müssen einen Krimi lösen, der sie nach Paris, London und den Irak bringt. Und was mit einem gestohlenen Bild angefangen hat, endet schnell in der Rettung der gesamten Welt. Sehr schöne grafische Umgebung und Rätsel, die das ein oder andere Mal den Kopf rauchen lassen, gepaart mit unendlich vielen Gesprächen, warten auf den Adventure-Fan. Zwar kann das Spiel nicht mit den beiden ersten Klassikern der Reihe mithalten, für Einsteiger ist der Titel allerdings ideal. Fans sollten es sich ansehen, auch wenn der Sündenfall mit dem ein oder anderen Schwachpunkt geliefert wird. Tropico 5 PC. El Presidente ist zurück. Doch dieses Mal versucht sich unser liebster Diktator nicht nur innerhalb einer bestimmten Zeitspanne von der Kolonisation zu lösen, sondern wirkt in den Jahren zwischen früher Kolonialzeit und dem 21. Jahrhundert. Dafür können wir unser Militär einsetzen oder mit Diplomatie zum Ziel kommen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Tropico können wir eine Familie gründen und die Mitglieder als Manager oder zukünftigen Diktator einsetzen. Auch neu in der Serie ist der Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler. Bei karibischen Klängen sorgen historische Ereignisse für Abwechslung in unserer Regierungszeit und jede unserer Entscheidungen hat wieder Konsequenzen für unseren Inselstaat und seine Bevölkerung. Da sagen wir nur, Viva el Presidente! Once a Presidente, always a Presidente! I was the best in what I did. A hacker. A thief. I got in, got out. No one got hurt. Until I discovered something I was never meant to see. That's when they came for me, but killed her. Now, I'm coming for them. Watch Dogs. PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One. Angekündigt für November 2013 als Launch-Titel für die beiden neuen Konsolen, gefolgt von einem großen Hype um das Spiel, veröffentlicht Ubisoft Watch Dogs mit Verspätung nun endlich im Mai. Aiden Pierce, Hacker und ehemaliger Gangster, macht sich die Stadt zu eigen, indem er alle technischen Geräte übernimmt und beeinflusst. Er ist auf der Suche nach den Leuten, die seiner Familie Leid zugefügt haben, und dafür ist ihm jedes elektronische Mittel recht, wie die Stadt Chicago ihm bietet. Ubisoft setzt die eigens entwickelte Disrupt Engine ein, die eine beeindruckende Grafik liefern soll. Bisher konnten die gezeigten Trailer dies nicht wirklich wiedergeben. Wir müssen also noch ein paar Wochen warten, bis wir den Titel selbst auf der heimischen Konsole sehen können und wissen dann, wie stark die Grafik wirklich ist. Eine gut erzählte Geschichte könnte aber auch das wieder wettmachen. This is huge! You gotta walk away from this, man! Some things you can't walk away from.